Und Sie haben schon wieder einen neuen Bonus freigeschaltet. Mittwoch, 15.15 Uhr, 50,95 mm. Jetzt ist wieder die Madison am Zuge. Steig mal ab von deiner Schüssel. Okay. Schlaflosigkeit. Ich bin todmüde. Ich muss schlafen. Rezeption. Die Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Okay, bestimmt haben die ein Zimmer. Die Stimmung hier ist bedrückt. Klingel. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Die mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind noch leben, denn alle Opfer... Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer, bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Ach, die Kuscheltür, da kommen die Fliegen rein. So, ich tue mal hier das Buch ausfüllen. Vollständigkeit halber. Madison Page, 27, ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock. Treppe ist im Hof rechts. Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Okay, Rezeptionist. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Stimmt nicht. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. Treppe rechts, letzter Stock, 201, okay. Spazieren wir mal hier die Treppe rauf. Und hoffen, dass wir es gleich finden. Du stehst aber auch hier wie verlassen und nicht abgeholt. Letzter Stock, dann muss es ja hier oben sein, oder? Ist das schon der letzte Stock? Treppe rechts, Zimmer 201. Wo ist denn das? Was haben wir denn hier für Zimmer? 207. 205. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, nur Ethan. Was macht denn Ethan hier? Hallo? Sind Sie okay? Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Okay, 207. Schaffen wir unseren Fast-Nachbarn mal rüber. Komm schon. Schleif, schleif, schleif. Hier war sie doch, oder? Ne, 205. Da, 207. Haben Sie den Schlüssel? Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl ein oder zwei Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Auch wenn es weiter nichts ist. Aber es tut sau weh. Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Hilfe. Er hat Probleme.
Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. Okay, Wunde, wir müssen wohl wieder was aus dem Badezimmer holen, denke ich mal. Da, Medizinschrank. Was haben wir denn da? Ach, jetzt müssen wir auch nur selber gucken hier. Was haben wir da? Seine Wunde muss desinfiziert werden. Ja, das nehmen wir ja mit. Aber ich will natürlich wissen, was das ist. Was steht denn da drauf? Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Das ist Schmerzmittel, okay. Was haben wir da? Nicofren 100, Antibiotikum bei Infektionen. Bei Infektionen hat er ja nicht. Was steht da rechts? Paraphenol, Fiebermittel, nur bei hohem Fieber zu verabreichen. Nee, Fieber auch nicht. Wir müssen Wunde desinfizieren. Da oben haben wir schon mal Desinfektionsmittel. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Genau, das nehmen wir erstmal und desinfizieren. Erstmal müssen wir desinfizieren, dann die anderen Medikamente. Könnte etwas wehtun. Moment. So, ganz vorsichtig. Ach, jetzt hier komplizierte Bewegung. Okay, noch nach links. Sorry. Aua. Oh. Alles klar? Sorry. Ich mach's vorsichtiger. So. Ganz langsam. Okay, nochmal nach links. Ganz sanft. Zack. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. So, die Wunde ist schon mal gesäubert. Dann holen wir ihm jetzt noch das Schmerzmittel. Das war doch das in der Mitte, ne? Das andere war Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens ja, eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Okay. Dann bekommt er das? Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Hallo, nicht so... Hey! Ich kann es mir nicht leisten zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. So. Greife mir mal unter den Arm. So, das Bad. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Okay. Lässt sogar den Türenspalt auf. Reden Sie! Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Können wir tatsächlich spannen gehen, oder was? Ist das Duschen? Sind Sie noch da? Ja. Ja. Ja, Verzeihung. Madison. Wohnen Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen, keine Ahnung warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Okay. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ja, sonst Beruf. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie? Ich bin Architekt. Oh, jetzt habe ich in die Jacke gegriffen. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay.
Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. So, und jetzt Origami. Der Karton. Ich muss noch eine Origami-Figur öffnen. Noch eine, müssen nicht erstmal schlafen. Ich weiß nicht, warum sie mir geholfen hat. Hoffentlich erzählt sie es niemandem. Wunden. Es tut noch weh. Aber ich muss weitermachen. Ich habe keine Zeit. Ich muss meinen Sohn finden, bevor es zu spät ist. Genau, wir haben keine Zeit. Deswegen nehmen wir uns nochmal eine Aufgabe aus dem Karton raus. Es hört ja auch nicht auf zu regnen. Das ist ja das Blöde. So, auf mit der Luke. Und schauen wir mal, was Origami Figur 2 für eine Aufgabe birgt. Sie muss denn nur immer alle rausschmeißen, Mensch. Das siehst du doch schon, welche die 2 ist. Okay, dann machen wir mal auf. Ein Schmetterling. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Das alte Kraftwerk. Ach ja je, zu leiden. Das klingt nicht gut. Erinnerung. Drücken Sie die Select-Taste, um zum Steuerungsbildschirm zu gelangen. Ach, und out of range wieder. Ja gut. An dieser Stelle mache ich auch mal eine Aufnahmepause. Von dem her nicht zu schade drum, diesmal um die Fehlermeldung. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Kelturio. So, da sind wir wieder beim Laden von der nächsten Szene. Ich habe jetzt mal schon die Aufnahme gestartet. Weil wir ja letztens mal mitten in einem Vorspann abgebrochen hatten. Mittwoch, 16.26 Uhr, 52,68 mm. Sie hätten schießen sollen. Wie? Da drin. Er hätte schießen können. Mich töten. Warum haben Sie gezögert? Bevor ich so eine Entscheidung treffe, brauche ich alle Informationen. Ich ziehe es vor, mit dem Verstand zu arbeiten. Ach kommen Sie, es ging um den Bruchteil einer Sekunde. Ich hätte vorher tot sein können. Tja, dann haben Sie eben Pech gehabt. Ironisch. Oh, das tut mir leid. Ich dachte, Sie wären knallhart. Ein Bulle, dem niemand was anhaben kann. Ich habe Sie wohl falsch eingeschätzt. Verpissen Sie sich, Norman. Das regnet schon das wieder. Das ist er. Miroslav Korda? Ja? Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. Wow. Scheiße, jetzt. Worauf warten Sie? Er haut ab! Aus dem Weg! Ah. Leute, hey, aus dem Weg! Oh. Hey, was soll? Wo oh, schnell rüber. Ah. Reaktionszeit heute wieder ist sehr schlecht. Oh, hey! Aus dem Weg, Leute. Wir verfolgen einen Verbrecher. Aufhalten! Hey, pass auf, Mann! Oh. Hey, Vorsicht! Oh. Mensch, Leute. Oh, oh, oh. Oh. Hey! Tut mir hey, leid. Hast du ein Problem? Hey! Oh. Ah. Aua! Oh, sorry. Tut mir wirklich leid. Du Scheiße. Aufhalten! Geht aber auch alles schief hier. Oh.
hier. Da links lang. Wo ist er hin? Wo ist er hin, der Übeltäter? Hängt er hier im ganzen Schinken rum? Boah, Igitt. Jetzt müssen wir natürlich finden, wo er ist. Ist er nur? Wo ist er nur? Kann doch nicht sein. Boah. Schieb doch mal den Schinken beiseite. Aua! Boah! Du kriegst uns nicht. Hey! Ui, das war knapp. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Tja, da bin ich ja mal gespannt, ob das der Origami-Killer denn ist. Ja, wobei, ich weiß es ja schon. Hier noch nicht. Aber das werde ich natürlich nicht verraten. Mittwoch, 19.28 Uhr, 57 mm. Unser wertes Gott Shelby schläft am Schreibtisch. Komm schon, aufstehen. Nicht oh, aufstehen. Ja, der steckt mich an. Na, was haben wir denn da? Auf dem Schreibtisch stehen. Ach, ein kleines Lämpchen. Oh, ein Notizbuch. Was haben wir denn da? Nichts Interessantes. Ach, noch eine schöne alte Schreibmaschine. Oh, da haben wir Schieber. Gucken wir auch mal rein. Was ist das denn? Ach, ein Asthma-Spray. Nehmen wir uns erstmal eine schöne Dosis von. So, jetzt ist das auch schon wieder viel, viel besser. Was haben wir denn da unten noch in der Schublade? Oh, ein Fläschchen Whisky. Wenn das denn Whisky ist, ach, nehmen wir auch mal einen Schluck davon. Ach ja. Zeig doch mal die Flasche. Was ist denn das für eine Whisky? Ach, schade. Schon packt das wieder weg. Gucken wir doch mal auf die andere Seite. Da haben wir auch noch zwei Schubladen. Oh, eine Polizeimarke. Unser werter Detective war wohl mal ein Polizist. Okay. Und eine Knarre. Und auch noch geladen, wie es aussieht. Tja, was machen wir denn so? Erschöpfung. Die Pause war nötig. Ich schlafe schlecht, seitdem die Morde wieder begonnen haben. Asthma. Die verdammte Feuchtigkeit nimmt mir die Luft. Hoffentlich hört der Regen bald auf. Untersuchung. Ich habe mit den Eltern aller Opfer gesprochen und habe nur ein Telefon und einen Karton mit Origami-Figuren. Sean. Alle Zeitungen schreiben über Sean Mars, den verschwundenen Jungen. Ach, dann stehen wir doch mal auf und gucken hier mal so rum, was der werte Scott hier so in seiner Wohnung hat. Ach, hier haben wir eine Schublade. Ja, scheint wohl auch nichts drin zu sein. Da unten vielleicht? Hm.
große, alte, sperrige Schubladen. Was haben wir denn sonst noch so hier? Certificate of Achievement. Ach, guckt an, da ist unser werter Scott Shelby als Polizist zu sehen. Wohl noch in jungen Jahren. Eine Karte mit allen Straßennamen. Ach ja, ach ja. Was haben wir denn hier drin Feines? Die Küche, oder wie? Ach nee. Das scheint mir das Schlafzimmer zu sein. Ach, was haben wir denn da? Oh. Ein altes Foto. Guckt mal einer an, was für ein stattlicher Herr der unser Scott Shelby war. Und jetzt gehört er zum alten Eisen. Tja. Was haben wir da drin? Das Bad. Ah, tatsächlich, hier ist das Bad. Naja, wir müssen gerade nicht Hände waschen oder aufs Klo. Wir schauen mal uns erstmal die Wohnung an von unserem werten Scott. Ansonsten haben wir ja sonst hier keine Interaktionsmöglichkeiten. Ach, gehen wir mal in die Küche schauen. Was haben wir denn so im Kühlschrank? Oh, guck mal an. Nuggets, Eis und noch was zu trinken. Was ist das denn? Ach, nehmen wir einfach mal einen Schluck von. Keine Ahnung, was ist. Ach, sieht aus wie Tomatensaft. Ah, wieder rein damit. Oh. Da klingelt ja jemand an der Tür. Wer kann das denn sein? Ich sollte mich doch melden, wenn mir was einfällt. Ach. Kann ich rein? Klar. Da ist auch unser Scott ganz schön baff. Wollen Sie sich Ihren Mantel mir geben? Ich nehme den Mantel. Wollen Sie sich hinsetzen? Oder einen Drink? Ein Drink? Gerne. Ein Wasser. Bitte. Setzen Sie sich. Ah, dann holen wir doch mal ein Wasser. Wo kriegen wir denn hier Wasser her? Haben wir sowas? Ein Wasser. Moment mal. Ach, da haben wir ein Glas. Ah, okay. Gluck, gluck, gluck. Aus dem Wasserhahn. Nicht mal gekauftes Wasser, also schön kalkhaltig für die Gute. So, bitteschön. Danke. So, was gibt's denn? Weshalb kommst du zu mir? Sprich. Mir ist etwas eingefallen. Vielleicht ist es nichts. Aber ein Brief kann an dem Tag, als Johnny verschwand. Ein Brief? Was für ein Brief? Er war für Johnnys Vater. Ich weiß nicht, was drin stand. Er hat ihn gelesen und war weg. Danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Und Sie glauben, der Brief hat etwas mit Johnnys Tod zu tun, richtig? Fällt Ihnen zu dem Brief noch etwas ein? Ich habe den Umschlag die ganze Zeit aufgehoben. Ach, und das ist ja interessant. Zeig mal her. Nanu, Ellen Winter. Nichts Besonderes. Außer vielleicht der Adresse. Die Adresse? Von einer alten Maschine. Könnte ein Hinweis sein. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Ich kann nicht tatenlos rumsitzen, während Sie den Mörder meines Sohnes suchen. Ich habe viel nachgedacht und ich will mitmachen. Bei der Ermittlung helfen. Du? Diplomatisch. Sie können mir nicht helfen, Lauren. Das ist keine gute Idee. Wirklich. Wenn Sie ablehnen, behalte ich den Brief. Es ist Ihre Entscheidung.